Hallo Leute und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ich habe gerade den Toad hier angeredet, weil ich mir eigentlich die 5 One-Ups abholen wollte, weil sich das am Anfang so einer Session ganz gut lohnt. Und die habe ich auch bekommen, aber zuvor habe ich einen Brief bekommen von Luigi, ja. Und den können wir uns hier mal angucken. Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Wir sehen hier diese Kanonen und diese Plattformen. Die müssten... Ah, wie hieß die Galaxie nochmal? Ich glaube, Kampffelsengalaxie müsste das sein. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Kuppel das Ganze war. Auf jeden Fall werden wir da erstmal Luigi befreien, weil ich meine, der wartet ja nicht ewig auf uns, ne? Am Ende geht er ja von alleine da wieder weg. Nein, also wie der das immer schafft, irgendwie hinzukommen, aber dann nicht mehr zurück. Ey, ey, ey. Der hat's eben einfach nicht so drauf wie wir. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich hier richtig? Könnte doch, oder? Nein, bin ich nicht. Hier hab ich alles. Okay. Verdammt. Ist es dann das Badezimmer? Oder vielleicht doch die Terrasse sogar? Terrasse glaube ich aber nicht. Wo sind wir denn am nächsten? Wir können ja mal ins Schlafzimmer gucken. Vielleicht war es auch da. Das glaube ich... Nein, da war es relativ sicher nicht. Dann... schafft er den Sprung? Oh, gerade so. Ja, ich will ja da hoch, aber hilft nichts, wenn du mir es sagst und ich trotzdem nicht drauf springen kann. Es könnte sein, dass ich noch ein bisschen komisch klinge. Denn, ja, ich bin noch etwas verschlafen. Sternstopp. Aha, Kampffelsengalaxie. Hatte ich also recht, da wird der Stern auch angezeigt. Okay, dann ist es ja gar nicht so das Problem, aber ansonsten wäre das auch blöd. Wo ist es denn in welcher Riesenfestung aufgetaucht? Also wir haben gesehen, der ist irgendwo an der Unterseite von der Plattform. Ich glaube, die ist relativ am Ende, weil sonst würde es auch nicht so viel Sinn machen. Stadthalle! Ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, dass ich es ziemlich cool finde, wie zurzeit die Nebenprojekte abgehen. Also unter anderem, was heißt Nebenprojekte? Es sind eigentlich eher Hauptprojekte als Mario Kart Wii, aber ich meine, auf meinem Kanal gesehen, ist es eher ein Nebenprojekt, weil das eben nicht so viel abgreift. Das ist zurzeit echt relativ cool, wie viele sich da auch die anderen Sachen anschauen. Sprich, Pokémon Smaragd und was ich da halt noch so am Laufen habe, mir fällt es gerade nicht ein. Boah, diese Dinger nerven, ey. Aber die geben nur einen Sternteil. Ich hätte lieber eine Münze gehabt. Vielleicht hat's hier ja einer drin. Ja, danke. Hui! Komm ich da rüber? Nein. Okay, das war auch ein komischer Sprung wieder. So. Das hier sind jetzt Sternteile, würde ich sagen. Oder Sternstücke. Ist ja eigentlich dasselbe Wort, bloß für... Nein, da wollte ich nicht rüber. Ich wollte eigentlich hier so drum rumsliden. Und in den Stern. Ach, das waren auch Sternteile. Ich habe gedacht, das wären Münzen. Weil das waren gelbe Sternteile und der erkennt man dann gar nicht mal so gut. Ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gespielt, also entschuldigt, falls da Fails auftreten. Ich darf mich hier nicht drehen, sonst fliege ich wieder nach unten. Okay. Nein! Geh doch rauf! Schraube! Ah ja, das war das hier mit der fahrenden Plattform. Und wir sehen, hier sind auch wieder die Kanonenkugeln, die wir schon auf dem Foto gesehen haben. Also weit kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Außer das ist jetzt eine lange Passage, was es glaube ich ist. Dann kann es doch noch ein bisschen dauern. So. Jetzt hier ein bisschen aufpassen. Wäre blöd, wenn ich hier failen würde. Und runter. Und wieder hoch direkt am besten, weil da kommt schon direkt das nächste Hindernis. Wow, das war... Habe ich gerade wieder nicht drauf geachtet. Ey, kann ich mich hier nicht einfach ducken? Okay, nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht. Hui, das war eng. Ich sollte sowas nicht noch öfter versuchen, habe ich so das Gefühl. Geht nur ins Auge. Nur ins Auge. Wow, das war gerade auch richtig knapp. So, hier müsste ich doch drüber springen können. Genau. Mit einem skilligen Seitsprung. Ich habe auch vor kurzem ein Best-of
zu dem Spiel hier hochgeladen von Ross LP, das eigentlich noch gar nicht vorbei war. Und normalerweise wartet man ja, bis das Projekt vorbei ist, bis man das Best-of macht. Aber da bei ihm derzeit ja nichts kam, habe ich mir gedacht, dass ich das... Oh, jetzt habe ich aber Angst vor ihr. Danke. Habe ich mir gedacht, dass ich es jetzt schon hochlade. Nein! Nein! Komm schon, ich lasse mich jetzt nicht von dem Gumba hier töten. Danke. Meine Güte. So, am besten hole ich mir noch den dritten. Genau. Perfekt. Da wäre der normale Stern. Und Luigi, ist der da unten drin? Oder ist... Hier ist er. Okay, so hilft mir doch jemand. Ja. Okay, cool. Oh Gott. Man kann sich auch gut anstellen. Ich würde sagen, wir müssen erstmal hier so ein bisschen aufräumen, weil sonst kommen die da sowieso nicht durch. So, eine Münze abgreifen ist auch immer gut. Ja, die sollte ich vielleicht lieber liegen lassen. Ah nein, der ist da geprallt. Dann versuche ich den mal hier entlang zu leiten. Vorausgesetzt, die würden mich sehen. Irgendwie der hintere bemerkt mich nie so richtig, habe ich das Gefühl. Der beachtet mich einfach nicht. So. Jetzt könnte es doch einigermaßen funktionieren. Moment. Jetzt hier rüber. Und... Ach so. Wie komme ich denn auf die Unterseite? Das ist mal eine interessante Frage. Vielleicht sollte ich direkt von unten anfangen. Das wäre eine Idee. Oh Gott. Nein. Ich wollte schon nach da unten laufen. Ich weiß nicht, können die mich hier überhaupt sehen? Ja doch, die sehen mich. Aber gehen auch kaputt. Okay. Erklär mir mal einer, wie ich das machen soll. So, jetzt kommst du hier entlang. Und dann im hohen Bogen. Im hohen Bogen, habe ich gesagt. Und... Ah, jawohl. Hat sogar funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der fliegt da noch gegen so eine Säule. Puh, ich wäre beinahe erstickt hier drin. Also, Bruderherz, du hättest ruhig früh kommen können. Ja, dich noch beschweren. Ich bin auf direktem Wege hierher gekommen. Ja, ja, du willst die Powerstern. Richte Roseline aus, dass ich ihn gefunden habe. Werde ich sicherlich nicht machen. Weil ich meine, wer den findet, ja, der soll ihn hier auch wieder zurückbringen. Weil sonst bringt das Ganze ja nichts. Und zurückbringen tue ich ihn. Pam. Habe ich mir den Ruhm wieder abgegriffen, ja. Luigi hat die halbe Arbeit übernommen, sagen wir es mal so. Ich meine, ich habe den Stern ja nicht gefunden in der Galaxie und er schon, aber... Nun ja, das war ja ein Grünstern, fällt mir da auf. Können wir schon die Challenge-Galaxien jetzt machen? Ja, klar. Klar. Speicher ab. Oder ich glaube, uns fehlt noch ein Grünstern, weil das wäre ein bisschen schnell. So, hier ist also jetzt wirklich alles erledigt. Vielleicht können wir hier sogar einen Blick drauf werfen. Ich würde ganz gerne... Nein. Ja. Da hinten müsste es sein. Kann man da irgendwie ranzoomen? Nein, kann man natürlich nicht. Das wäre ein bisschen zu cool. Ah! Drüber geschafft. So, da hinten ist der Stern schon ausgefüllt. Nein, hier fehlt noch einer. Aber er ist schon so einigermaßen immerhin. Gut, dann... Schauen wir uns mal die Karte an, ob da noch irgendwo ein Komet zu sehen ist. Also hier fehlen uns noch Sachen, aber die sind derzeit nicht da. Schlafzimmer. Gehen wir mal ins Schlafzimmer. Da müssten noch eigentlich noch ein paar Galaxien auf uns warten, wenn ich mich da recht entsinne. Und dann, ich weiß gar nicht, was kommt denn noch für eine Kuppel? Ich glaube, die Werkstatt ist ganz oben. Und das war's dann auch schon, oder? Ich weiß es nicht so genau. Müsste aber... Ah nee, es gibt noch die Loft, genau, die ist ganz oben, glaube ich. Ah, okay, hier haben wir ja noch eine ganze Menge zu tun. Dann würde ich sagen, machen wir... Womit fangen wir an? Der Windgarten-Galaxie, genau. Der hat die berühmte Super Mario Galaxy-Musik, die richtig gute. Ach ja... Die mag ich, also finde ich wirklich den mit den besten Soundtrack hiervon. Also ihr werdet es gleich hören. Ihr könnt es kaum erwarten, ihr werdet es wirklich gleich hören. Du, 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 du.
Ich sollte nicht mitsummen, weil das dann asynchron ist. Aber ich bin mal ganz kurz ruhig. Ach ja, ich find's cool. Ich mag die Musik. So. Erstmal ein paar Goombas töten. Ich weiß nicht, ich glaube, hier kommt ein Gourmet-Looper irgendwo. Kann das sein? Wenn hier schon so viele Sternteile sind, muss es ja irgendwas damit auf sich haben. Dann würde ich den am liebsten auch direkt beim ersten Mal machen. Deswegen grase ich hier mal alles ab. Wenn dann doch keiner kommt, dann ist auch egal. Dann haben wir halt ein bisschen zu viele Sternteile gesammelt. Das ist dann ja auch nicht so das Problem. Lieber zu viel als zu wenig. Sagt ihr mir irgendwas? Hallo? Ich schüttle die Wii-Fernbedienung, um mit dem Pflaumenkraut höher zu fliegen. Das geht genau dreimal. Okay, das hier ist also dieses Pflaumenkraut. Da können wir uns dranhängen. Ah, ja, ich weiß, wie man zum geheimen Stern kommt, glaube ich. So, und wir sammeln uns mal die Münze hier ein. Das gibt ein paar Sternteile, aber ich glaube am Ende, wenn wir alle gemacht haben, gibt das einen, also einen Stern. Also nicht direkt einen Stern, sondern so ein Unbesiegbarkeits-Regenbogen-Mario heißt der hier, glaube ich. Oh, und wir müssen eben immer in diesem Windstrom bleiben, möglichst. Weil wir es sonst nicht rüber schaffen. Okay, das war jetzt noch nicht so das Problem. So, und hopp. Und warp. Ja genau, hier kommt eine Ranke raus, da könnte man sich einen One-Up holen, aber ich habe bei anderen gesehen, dass man dann in den Abgrund fliegt. Deswegen mache ich das jetzt vorsichtshalber mal nicht. Wahrscheinlich kann man das auch irgendwie anders erreichen, aber ich weiß nicht wie. So, die Sternteile sammle ich lieber nicht ein, weil dadurch schüttelt man immer die Wii-Fernbedienung ein bisschen. Und das wird dann vom Spiel falsch aufgefasst und so gemacht, dass man dann eben einmal hier, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Dass man einmal eben geschüttelt hat und das Ganze dann... Ja, das ist dann doof. So, was sind das denn hier für komische Viecher? Denen gehe ich lieber aus dem Weg, die können bestimmt stechen. So, Insektenviechers. Bam! Machen wir mal so und hopp. Okay, ich habe echt mega viele Sternteile schon gesammelt. Also, falls irgendwie wirklich ein Gourmet-Luma kommt, dann bin ich da gut vorbereitet. Dieser Planet hier hat die Form einer Bohne irgendwie. Aber das haben die irgendwie alle. Der hier auch. Oh, oh Gott, was ist denn da los? Das ist anscheinend doch bei einer anderen Mission mit dem, was ich gemeint hatte. Ah, okay. So ging das. Und die muss einfach nach unten und dann... Achso, hier bekommt man nur ein One-Up für. Ja, gut. Dann hätte ich das natürlich niemals gemacht. Hätte ich das gewusst. Muss ich euch töten vielleicht? Hey, das war fies. Was bringt mir das hier? Nix. Okay. Ich hätte gedacht, da bekomme ich vielleicht auch eine Münze raus. Oder kann ich ja doch weiter? Nein. Hä? Hänge ich was zur... Ach so. Okay. Das kann man hier also machen. Und ich hole mir mal eben noch eine Münze, wenn das schon... Wenn einem schon die Möglichkeit geboten wird, ne, dann sollte man das auch annehmen. Haben. Erstmal das hier noch kaputt machen. Na, wobei, machen wir erstmal die Piranha. Ah, okay, da geht's dann auch weiter. Stimmt, wir haben ja am Anfang da so einen Mondhasen gesehen. Den wir wahrscheinlich wieder fangen müssen. Ja, das wird ja ein Spaß. Aber das sieht hier cool aus. Das sieht auch einladend aus mit dem Wasserfall, genau. Mit dem Springbrunnen hier. Glaubst du, du kannst mich fangen? Was springt denn für mich dabei rum, wenn ich dich fange? Boah, konnte der gerade durch die Hecke gehen? Das finde ich aber nicht sozial, ne? Weil das kann der liebe Mario, kann das nicht. Komm schon. Ich bin direkt hinter ihm. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Ah, okay, daran kann ich mich noch erinnern, dass der hier durchgeht. Ja, okay, jetzt habe ich ein bisschen arg viel Zeit verloren. Da hätte man sich einen One-Up krallen können, aber das ist mir relativ egal tatsächlich. Ach je. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es nicht mag, die Viecher zu... Ja, was... Ja, häng da halt ab, ne? Häng ab. Was ein Hänger, der Mario, ne? So, komm schon. Dass der durch Hecken springen kann, ist aber auch echt ein bisschen hier fies. Ich glaube, der Rest des Parts besteht darin, den Typ zu fangen.
Je nachdem, wie lange der Part jetzt geht, würde ich schon mal abschalten. Nein! Oh! Was macht er denn? Ich habe nicht damit gerechnet, dass der so dumm ist. Ach komm, ich wollte keine Stampfattacke machen. Wo ist der jetzt hin? Ich habe verloren. Verdammt. Ach komm schon, ey. Da. Okay, jetzt komme ich auf einmal über die Hecke. Läuft er jetzt wieder dieselbe Runde? Jetzt laufe ich einfach mal außen rum. Ja, das war eine gute Entscheidung. Ich habe verloren, dafür gebe ich diese Stern. Ja, den hättest du mir auch direkt am Anfang geben können, weil Bowser will das ganze Universum töten, also unter anderem auch dich. Und jetzt, ja, hast du dem Zeit dafür gegeben, ne? Schön blöd. Ich bin dann am Ende nicht der, der hier sich den Schuh anziehen muss. Möchte ich hier nur mal erwähnen. Mach schon. 46 Sterne, wuhu. Und das war's auch schon wieder für diesen Part. Wir haben schon wieder über 1000 Sternteile. Krasses Ding. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit der Windgarten-Galaxie mit der super tollen Musik. Also schaltet auch da wieder ein. Genau, nur wegen der Musik. Nicht, weil euch irgendwie das LP interessiert. Tschö.